weiter. Weiter geht's heute in der Liga und es geht halt heute gegen Borussia Dortmund 2 und dann das Hauptspiel gegen die Löwen. Aha. Okay. Kinowechsel für 2 Jahre nach nach Cluj. Nach Rumänien. Guck mal, ob wir noch irgendwas haben. Da ist irgendwie noch ein Spieler dabei. Ist mal das Potenzial. Weil doch irgendwie so mega Talent holen können. 70 bis 86, 75. Ja, 75 bis 91 ist immer gut. Ne? Nur mal den hier. Den nehme ich natürlich auch mit in die Profis. Denn der soll bleiben. Kann nur gut werden. Ja, guck mal, ob noch einer. Da ist doch noch einer durchgewischt tatsächlich. Hoch. Ja, passt. Gut, haben wir aus Brasilien noch 2 Talente gekauft. Also es ist gekauft, wir haben 2 Talente geholt. Guck mal gerade, ob ich da die da schon in der sind sie nicht. Ja, sind erstmal gerade in der Jugendphase. Ja, okay. Ich habe sie jetzt beide verpflichtet. Und ja, why not? So, okay, weiter geht's heute gegen Dortmund. Da geht's. Okay. Ich brauche nichts weiter machen. Eigentlich brauche ich was dazu. Von denen. Ihr habt doch die vielen Spieler so ein bisschen fit. So, weiter geht's. Ich glaube, jetzt ist das Heimspiel, ne? Das Heimspiel, oder? Willkommen. Ja, zu nee, Auswärtsspiel. Heute Abend, liebe Zuschauer, ich darf Sie herzlich begrüßen. Stadion des 23. Mai. Der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Und ich glaube, das wird sehr interessant. Alle wissen, hier ist eine Menge drin in dieser Partie. Schon ein Prestigeduell, Wolf. Auch wenn es auf dem Papier um nichts geht, wird das eine interessante Partie. Passt so. Ich denke mal, es gibt keinen Grund, zu wechseln. Wir haben ja zurückgetrottiert. Naja, bin egal jetzt. Na dann, auf geht's. Wir sind in Schwarz und nicht Schwarz-Gelb. Heute spielen wir in Schwarz. Vielleicht spielen wir irgendwann ja einen Groß gegen den großen BVB, aber es dauert ja alles noch ein bisschen, ne? Also Bayern geschlagen, Fair geschlagen, jetzt aber der zweite Sieg gegen Dortmund. Weg, aber geht da noch was? Gegen Dortmund auch noch kommen. Ah, Eggloff, gut gemacht, der Eggloff. Der ist jetzt gerade ein bisschen. Jetzt. Ist durch? Also. Ja, 7. Minute. Es läuft wieder an. Es läuft wieder an. Die kleine Krise scheint überwunden zu sein. Wir marschieren jetzt zum 3. Pflichtsieg in Folge. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurz ja, er macht es. Schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie.
Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig fortgehen. Ja, Eigentlich gerade so wieder so ein bisschen, dass er jetzt Stammspieler ist. Er war zwischendurch aber komplett raus. Die Gäste sind bisher die Überraschung schlechthin in dieser Saison. Ja, sie haben sich wirklich oben festgesetzt und es sieht bislang ja gar nicht danach aus, als käme irgendwann mal eine Schwächephase. Die kam schon, die hat man schon. Aber Gott sei Dank, sind doch drei Punkte vor Ingolstadt. Ah, Latteia, gut, der Müll ist. Den habe ich auch nicht so auch auf dem Schirm. Aber sind nicht immer die stärksten Spieler, die auf den Positionen spielen. Sind tatsächlich immer so ein bisschen die Spieler. Wir sind halt äußerst viele Leihspieler dabei. Das ist das halt, ne? Wir holen uns durch die Erfolge ein bisschen Kohle rein. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts. Wir können hoffentlich in der neuen Saison dann nochmal ein bisschen an Spieler verpflichten. Vielleicht nur an den jungen Talent, was noch per Kaufoption drin ist. Oh, Dovoa, sehr geil. Jetzt kann er gegen zwei machen. Ne, kann er nicht. Wir hatten ja als Backup noch Nils Petersen, der ja auch noch ausgeliehen ist. Wo ist die Lücke? Was? Sie suchen sie. Sie Frankreich. Das merkt man. Sieht alles gut aus. Vollem Einsatz zum gut gemacht, ja. Die Mitspieler bieten sich an. Oh, da geht er vorbei. Das ist die Chance. Das Tor. So, wir sind immer marschieren zum dritten Sieg in Folge. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Ja. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Naja, alles ist gut. Es ist heute jetzt 1-1. Das war die erste Startrunde. Chance. Jan George, der sagt jetzt bei mir. Dribbling in die Mitte. Ball wird hier erstmal geblockt. Oh, schade, das wäre eine Chance. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Schade, schade, Schokolade. Ja, dumm. Wo erstmal, der jetzt ein bisschen Platz kriegt. Könnte die Führung werden. Bumm! Tor! Und damit sind sie hier wieder vorne. Einfach mal mit Humorlos in den Winkel geklatscht, das Ding. Und wieder eine Führung. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da abgeht. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Ah, schönes Ding. Ein Tor in einer Partie, okay. Ja, das war zu. Da hat kaum was gestimmt bei dieser Aktion. Schade. Steiner. Ah, Schiri. Kurz vor dem Pausenpfiff liegen die Gäste hier knapp in Führung. Ah, das ist schon stark, wie sie heute bisher auftreten, haben sich dieses Ergebnis verdient. Das Ding, Jonas. Führung, machen es gut, immer wieder diese Idee. Sterne. Immer wieder setzen sie sich durch, finden Lücken und wenn sie so weit. Das ist die Chance. 3-1. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen.
sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich nehmen. Schönen Rückraum gespielt und dann abgeschlossen. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. 3-1 heißt es also jetzt. So, es ist noch ein bisschen Zeit. Ja, jetzt. Schiri. So ein Handspiel. Lipper. Beim Ballbesitz sehen wir. Ah, ja, Platz genug. George. Und sie schaffen es halt auch immer wieder. Diese spielerische Überlegenheit im Torschau. Okay, und so tolle Idee. Daher ist die Führung bisher berechtigt. Naja, kein guter Ball. Jetzt erstmal Pause. Die erste Hälfte ist vorbei. Tolle Leistung bislang in diesem Spiel. Er ist immer wieder enorm gefährlich und hat ja auch schon getroffen. So. Ja, 3-1 Halbzeitpause, die Halbzeitführung. Es scheint, dass unsere Truppe diese kleine Schwächeperiode überwunden hat und jetzt zumindest wieder als Niederlagen in Essen und Saarbrücken abgehakt. Und jetzt wieder die Maschinerie zum Rollen gebracht. Lippert. Der Einsatzball ist weiter im Spiel, könnte gefährlich werden jetzt. Lippert. Die Gelegenheit. Boah. Da macht er zu, starke Aktion. Fast. Das 1-4. Scherif. Ja, was für den? Okay. Toni Kroos ist zum FC Liverpool gewechselt und verlässt Real. Bueno, gegen Emmerich. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Gut gemacht. Ah, Latteier, sehr gut gelöst, der aus Ding den Verteidiger da gut stehen lassen. Und schießt er jetzt hier. Drei Tore Vorsprung und man hat schon so den Eindruck, sie sind heute nicht zu stoppen. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Ja, Latteia macht einfach mal alleine. Lässt den Verteidiger stehen und schießt ab. 4-1 jetzt also. Ist ein bisschen Frustschießen gerade. 4 Tore jetzt gegen Fair gemacht. Und das ist natürlich jetzt. Und jetzt gegen Dortmund ebenfalls nochmal 4. Aber Doppelos, an dem ich auch so ein bisschen interessiert bin für die neue Saison. Wie gesagt, ich werde viel auf Jugendspieler natürlich setzen. Ich will mir viel mit der Jugendspieler. Super, der Kader wird viel zusammenbleiben, wenn einige Spieler gehen, natürlich klar. Komm, ich werde jetzt kein Ronaldo, Messi oder ETC holen irgendwann. Ich werde eh zu alt werden, aber ich will den Jugendweg gehen. Nur wo? Und da ist noch ein Mädchen hier. 1-5. Doch, mal dran, mal. Jetzt sehen wir ein bisschen davon. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So. Da ist der Konter. Und dann kommt dieser. Schönes Wagen direkt dahinten. Das ist wunderbar getroffen. So tolle Technik. Drin ist der Ball unhaltbar. Hallo, Katze. So. 1-5. Jetzt kommt der Dresen Willippert. Der gut gespielt hat, sehr gut gespielt hat. Viel zusammengehalten hat. 5-1 geht es hier weiter. Ah, wieder ein Ballverlust der Dortmunder. Jetzt nimmt ja. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Das ist ja ein Foul jetzt. Ja. 2-5. Tor Nummer 7 in diesem Spiel. Boah, da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser ja. Zug zum Tor. Sehr, ja, da hat die Verteidigung ein bisschen ausgekocht. Solo-Lauf gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Und jetzt haben wir hier noch einen Treffer. Mittlerweile steht es 5-2. Und Sterner jetzt. Ach nur. Ich gehe da mal durch gerade. Sterner. Sichere Parade. Und der Schitzki verhindert. Das 2
6:6. Die Ecke kommt. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Oh, geiler. Er hat auch noch nicht getroffen heute, diese Saison. Er verlucht's. Oh, Schinski. Und jetzt wollen sie wechseln. Ach, glaube ich, habe eine Ecke versehen. Die Szene geht weiter. Kein guter Ulrich. Ja, der will jetzt ein bisschen was machen. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier. Die Situation bleibt durchaus gefährlich. Sie machen das heute natürlich hervorragend, holen sich ihre Chancen raus und machen die dann. Und der bleibt doch dran. Der wird dran bleiben. Klasse Leistung. Aber jetzt erstmal Augen auf. Er stellt den Körper da ein. Da aber nicht, Ulrich. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. Ah, Schiri, der hat doch nicht. Es gibt Freistoß. Hat er nicht. Gar nichts. Ja. Sehr guter Einsatz. Da wäre Platz für den Konter. Ah, Schiri. Er pfeift ab und jetzt. Eberwein jetzt mit dem Freistoß. Ja, gut gemacht, ja. Und die letzten 10 Minuten sind ja Neuberger. Eigentlich liegt es außen. Jetzt Tempo. Der Verteidiger jetzt. Kommt nicht der in der und so spielt man den Konter aus. 2:6. Also das Ding ist durch. Schöner Alleingang, den schauen wir uns gerne nochmal an. Niemand kann da was machen. Ja, Verteidiger also immer zu ziehen und zu ziehen und zu ziehen. Und dann ist das Tor nicht mehr zu verhindern. Macht's gar nicht, macht nichts aus. So, dann wechseln wir jetzt durch. So, Ulrich, der viel gemacht hat, viel geackert hat, viel gerackt so hat. So viel aus den beiden und zwei Stürmer geht raus. Ah, oh, no, boah, wow, dieser so, da, so ein Ding. Gefährlich jetzt. Er pariert. Und der Kiefer kann ruhig machen. 2:7, 85. Das war der dritte Streich. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade. Richtig gute Parade. Ja, gut gehalten, aber. Herr Praller. Fällt rein. Chance, das ist dann abgebrüllt und der Ball ist drin. So, Dreifachwechsel, Meier, Petersen und Annemann. Sie liegen deutlich vorn, bis hierhin ist es eine klare Nummer. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Ah, Schiri, der war doch nicht. Abseits. Laufen lassen. Ja. Guter Vorstoß da jetzt. Da ist die Flanke. Wir kriegen irgendwie wieder spielerisch zumindest. Die Chance. Gut abgeblockt. Und Neuberger. Das jetzt war's. Ist es aus. 7:2 der Auswärtssieg in Dortmund. Dritter Sieg in Folge. Dieser Begegnung in der Liga. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten diese. Wieder zur richtigen Zeit die Tore gemacht. Weil er wieder den. Zur richtigen Zeit. Die Krise war ein dritter Sieg in Folge. Passt. Könnte die Führung werden. Tor, ja, warte mal kurz uns kurz weg. Sind sie hier wieder vorne. So. 60% Ballbesitz, so kann man doch ein Auswärtsspiel machen. Wir haben Ingolstadt gespielt, unentschieden. Wir sind wieder so ein bisschen weg oben. Wir haben jetzt Minimum 5 Punkte. Danke.
Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Er wollte tatsächlich großartig, er spielt wieder. Uns hält niemand auf. Nö. Passt so. Nehme ich mit. Vielen Dank. Gut, in der nächsten Folge geht's dann weiter mit dem Duell gegen 60 München. Und das seht ihr morgen wieder um 14 Uhr auf meinem Kanal. Bis dahin. Tschüss.